Soll das eine Anspielung auf Pocahontas sein? Einem blühenden Indianerstamm in den Weiten einer großen, grasbewachsenen Ebene. Sie haben am wenigsten unter den Angriffen des unbekannten Feindes zu leiden gehabt und bedurften unserer Hilfe nicht. Doch Ihr Häuptling Finker Wolf, der unsere Waren sehr schätzte, bot uns Freundschaft, Handelsbeziehungen und mehr an, falls wir ihnen den gewünschten Tribut abliefern können. Jo. So, ist hier unten alles fertig? Ja. Okay, Stroller ist jetzt unser Jäger, das ist geklärt. Brauchen wir immer noch einen Lebenssammler? Na komm, Haftgrim. Ja. So, das heißt, wir brauchen eigentlich unterhalb der ihres Dorfes gar nicht mehr weiter gucken. Sondern gehen hier oben um den See herum. So, Bauarbeiter. Ist Ansgar verheiratet, das heißt Gabelbart wird der Farmhelfer werden. Und währenddessen eine Werkzeugschreinerei bauen. Und dich zum Farmer machen. So, mal gucken, was für ein Tribut wollen die denn? 50 Bier und was geben sie uns dafür? Wolle, Eisen, Gold, Pilze. So, du hast Farmer gelernt, also gehst du an die Arbeit. Und das hier sieht fast so aus, als ob wir nicht auf die andere Seite rüberkämen kommen würden. Ja, das ist eine Halbinsel. Das heißt, der Weg war umsonst. Holzes Vorrat ist zum Glück gesichert. Hoffentlich wird auch bald die Nahrung gesichert sein, wobei. Yay, Jäger erfunden. Wo ist unser. Ach, da ist unser. Wobei es ja zum Glück genug Beerenbüsche hier zwischen den Bäumen gibt. Wir sind aber schon mal auf 20 Nahrung runter. Hehehe. So, Bjarni, du wirst Müller. Ja.
Norville? Damit wir schnell die Bäckerei hochziehen können. Ja? Norvils ja. Werkzeugschreiner, damit wir auch 3 Familienhäuser bauen können. So, beim Weizen ist jetzt auf jeden Fall genug da. Und ja, wirklich gesagt, um die Pilze mache ich mir keine so großen Sorgen. Vor allem, wenn wir Werkzeug haben, um die Pilze abzuernten. Okay, du musst eine Runde schlafen. Akzeptiere ich. Und die ersten Holzwerkzeuge werden fertig gemacht. Das heißt, alle Leute werden dann anfangen, effektiver zu sein. Jo. Jo. So, wie entwickelt sich unser Dorf, während wir da oben lang watscheln? Die Nahrung wird weniger. Aber wir haben jetzt genug Lehmklumpen, damit wir 2 Familienhäuser bauen können. Eins dahin. Eins hierhin. Für Bäcker, für die Holzfälle. Ja. Nicht für die Holzfälle, für die Bauarbeiter, meinte ich. Bauen wir zwar ein paar Pilze zu, aber wenn man sich so umsieht, wir haben hier mehr als genug Pilze in den Wäldern. Was wir nicht haben ist... Wo ist unser? Da ist unser. Okay, er hat Stein... steile Berge im Weg.
Nee, du sollst schon da arbeiten, sollst aber in das Wohnhaus einziehen. So wollte ich das. So, du bist noch unterwegs. Ja, wir haben halt mal wieder sehr wenig Bauplatz. Weil das überall Bäume sind, müssen wir also wieder mit Kahlschlag arbeiten. Wobei ich wahrscheinlich den Tempel dann hier oben hinbauen werde und den Pilzsammler. Ah, wobei der Pilzsammler hier unten eigentlich auch einen Haufen Pilze hätte. Ah, wird schwierig. Dann vielleicht eher hier hin? Wird arg schwierig. Ich kann halt nicht meinem Holzfäller das Holz alles weghauen. Wir sehen jetzt ja wieder so aus, als ob wir eine friedliche Mission hätten. Wobei wir andererseits jetzt hier das Lager haben, in dem wir Eisen und Gold uns erhandeln können. Und auch noch Wolle. Also drei Stämme haben wir schon mal. Oh je. Du sollst dich angreifen. Als unsere Kundschafter die nördlichen Gebirgszüge erreichen, wurden sie plötzlich ohne Vorwarnung angegriffen. Kehrt um, rief eine wilde Gestalt. Ihr seid auf geheiligtem Boden. Niemand nährt sich ungestraft in den Höhlen des allwissenden Schamanen. So wie sie davor uns standen, bis an die Zähne bewaffnet, schienen sie es durchaus ernst zu meinen. Nein. Oh, sie werden ihm hinterherlaufen, weil er so eine Militäreinheit ist, oder? Kehrt bitte um. Lasst meinen Mann in Ruhe. Schlimm wird es, wenn er sich irgendwann zum Pennen hinlegen sollte. Die Wächter, ja. Sind Feinde der Pokémontas? Sollte ich sie vielleicht... Nicht kämpfen. Du wirst sterben. Er lebt noch. Nein, ich kämpfe.
Und ich habe keinen Safe gemacht. Rip, Sören, war schön, dich gekannt zu haben.